Jo, Moinsen und so. Ich habe gar keinen Bock auf irgendwas. Ja. Wir. Spielen tatsächlich einfach ein bisschen German Carpenter Server Let's Play Dings Gedöns weiter. Aber ich muss zugeben, es ist schon wieder, es ist gerade, wisst ihr, es ist ja gerade Sommerferien hier, also bei mir Sommerurlaub, es ist ja keine Ferien. Ich bin ja IT-Administrator, ich habe ja keine Ferien mehr. Aber das Problem ist bei Ferien, ich habe so auf gar nichts Bock, so überhaupt nicht. Es ist schon so 9 Uhr morgens und ich bin so um 5 Uhr aufgestanden und war so bis 7 Uhr wach. Also dachte ich mich, leck mich, pack dich wieder hin. Bin da so vor 15 Minuten wieder aufgestanden und denk mir so, leck mich, komm, pack dich wieder hin. Ja, ist das doch nichts draus geworden. Jetzt sitze ich hier am Rechner. Und ist mir wieder eingefallen, tunerseinweise, dass ich ja noch 3 weitere Aufnahmen machen muss vom Carpetin Server Let's Play. Ich hatte ja letztens nur 3 Aufnahmen gemacht für Montag bis Mittwoch. Jetzt kommt Donnerstag bis Samstag. Ich weiß nicht, irgendwie so Ferienzeit ist irgendwie bei mir so Mindtest-mäßig. Ich bin Mindtest-mäßig, ich weiß nicht, irgendwie so nicht unmotiviert, aber ich weiß nicht, was ich denn im Let's Play so machen soll. So, ich bin so ideenlos, so einfallslos. So. Ja, draußen ist es erstmal auch noch Krache, danke dafür. Deswegen mal gucken, vielleicht mache ich ab nächste Woche wieder irgendein Ferien-Special, irgendwie, weiß nicht. Klicker-Heroes aufnehmen oder keine Ahnung, vielleicht mal wieder ein bisschen GTA San Andreas oder irgendwie sowas. Ich muss gucken, ob ich nächste Woche mein Test, ich weiß nicht, irgendwie. Naja, mal gucken. Also jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal hier weiter mit The Carpenter Let's Play. Ich hoffe mal, Audio und Sound und videomäßig klappt alles so. Es ist draußen scheiße hell. Es ist schon wieder. Es ist zum Glück noch nicht warm, aber es ist schon hell. Heute soll ja der letzte warme Tag sein und ja. Das merkt man irgendwie auch. Das merkt man. So, nein. Warum tun wir denn Wolke? Ich bin noch, genau. Achso, ja, weil wir letztes da mit diesem komischen Sheet-Gedings da. Was mache ich denn hier für eine Kacke? Was? So, also so wird ein Schuh draus. Und, was denn schon wieder? Was denn? Danke. So, nachdem wir nun, weg du blöde Kanne, nachdem wir nun letzte Folge herausgefunden haben, dass wir Eisen finden ab minus 128, habe ich mir vorgenommen für diese Folge und vielleicht auch für die nächsten Folgen, keine Ahnung, wie lange das dauert. Wir haben jetzt ein bisschen Rainbow Ore, dass wir uns hier irgendwie einfach mal irgendwo einen Schacht ausheben. Zum einen das und zum anderen, mal gucken, eigentlich wollten wir letztens in die Welt hinaus, um ein bisschen hier, sag schon. Na, hier Farming-Zeug, also hier so Gurken, Gemüse, also Gemüse halt zu finden und sowas. Also die Farming-Mod ein bisschen zu ernten. Genau das. Was haben wir alles? Wir haben gerade gar nichts dabei, außer Stücke Stein. Komm, wir machen uns erstmal auf die Suche ein bisschen nach Farming-Dings-Gedöns, wobei dann Boot besser ist. Boot hatten wir hier drinne, soweit ich weiß. Ja, paar Fackeln können schaden, wobei. Ach komm. So. OBS hat wieder nur 18 Bilder pro Sekunde, sehr schön. Also wozu habe ich eigentlich einen High-End-Rechner, der locker 60 Bilder pro Sekunde hat?
Wenn OBS der Meinung ist, sowieso nur 18 Bilder pro Sekunde aufnehmen zu müssen. Jetzt hat er 30 Bilder pro Sekunde, jetzt 25, jetzt 23. Ich stehe gerade. Was hast du für ein Problem, Junge? Beruhig dich mal. OBS hat genauso wenig Bock wie ich gerade. So, oh, ich freue mich echt schon, wenn diese dynamischen Schatten bei meinem Test Einzug halten, also in die Stable-Version. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Achso, nochmal Nachtrag zum Video. Ich hatte unter meinen letzten Videos auch diverse Kommentare gehabt zu den dynamischen Schatten, wie man das wohl aktivieren kann, wie man das downloaden kann und sowas alles. Nochmal ein paar Takte dazu. Also es ist wie gesagt erstmal nur ein Feature der Dev-Version, noch nicht der stabilen MyTest-Version. Das heißt, wenn man dieses Feature jetzt so schon ausprobieren muss, muss man sich MyTest über GitHub die aktuelle Git-Version downloaden und die manuell kopilieren, um halt dieses Feature zu haben. Oder man muss halt auf die nächste Stable-Version warten. Ich schätze mal, das ist dann halt Stable 5.5. Ob das Feature da schon mit drin sein wird, ich gehe davon aus, aber versprechen kann man sowas natürlich nicht. Von daher, ja, ist jetzt halt wie gesagt erstmal nur bei der Dev-Version mit dabei. Es ist hier so gewöhnt. Weißt du, links, wenn ich hier so links spiele, super flüssig und dann gucke ich so, dann merke ich das so rechts. Rechts habe ich also mein OBS-Fenster da so. Und da stockert es vor sich hin. Warum habe ich nur 14 Bilder pro Sekunde? Wir haben einen neuen Tiefstand erreicht. Das kann doch nicht sein hier. Jetzt 13 Bilder pro Sekunde. Hier habe ich 40 Bilder pro Sekunde. Da habe ich 13 Bilder pro Sekunde. Weißt du, was hier los? Brr. Oh mein Gott. Alter. Das ist ja. Oh, nee, ist ja. Holy shit. Was hat denn OBS? Liegt es an der Kamera? Ich mache mal kurz die Kamera aus. Ah, das Vader, das ist ja. Holy shit. Da muss ich echt mal gucken, was da abgeht. Also so krass war es ja noch nie. Und ich habe auch gerade im Hintergrund nichts irgendwie offen, was irgendwas machen könnte. Gehen wir nochmal nach Home hier. Bei mir im Home funktioniert es wunderbar. Da habe ich immerhin 30 Bilder pro Sekunde. Innerhalb von MyTest habe ich 50 Bilder pro Sekunde. Das ist weit im grünen Bereich. Vor allem, wie gesagt, hier im MyTest selber läuft es wunderbar flüssig. Aber das, was da bei OBS rauskommt, das ist alles andere als flüssig. Aber mein Rechner, der ist auch überhaupt nicht ausgelastet. Hier, da ist also zur Hälfte, wenn es hochkommt. Also an der CPU liegt es auch nicht. Festplatten aktiv sind auch nicht. Ist denn hier, kurz, ist denn hier irgendwas aktiv? Nee, nur OBS. Nee, sonst ist nichts aktiv. Das war vollkommen falsch. Jetzt
Jetzt habe ich 60 Bilder pro Sekunde in OBS. Ja, nice. Ah nee, jetzt geht's wieder runter. 20 Bilder pro Sekunde. Was zur Hölle? Boah, Alter, 10 Bilder pro Sekunde. It getting worse and worse. Ich habe keine Ahnung, was da gerade los ist. Habe ich hier bei OBS irgendwas falsch eingestellt? Einstellungen? Steuerung? Nein, wo ist denn das? Ausgabe? Ausgabe ist Aufnahme, CRF, super fast. Nee, ist alles so wie immer. Guck mal hier, guck hier unten. Sieht man das? Ja, doch, sieht man. 10 Bilder pro Sekunde. 10 Bilder pro Sekunde. Was ist los, bitte? Also, wenn ich so meinen Kopf bewege, sehe ich im Bild, wie die Kinder ist. Alter. Nee, okay, komm, das wird gar nichts. Nee, okay. Gut, dann hat sich das so direkt wieder erledigt für die Woche. Dann würde ich mal sagen, ist ja Katastrophe. Wenn ich nur rechten Bildschirm mache, also ohne Kamera. Ich weiß nicht, liegt es an den Kameras oder? Wenn ich nur die Kamera mache, wie viel habe ich dann? 20 Bilder pro Sekunde, das ist auch nicht viel. Die Frage ist, warum? Warte, ich mache kurz mein Pausebild. Selbst wenn ich nur das Bild habe, hat OBS gerade mal 24 Bilder pro Sekunde. Obwohl es gerade nichts aufnimmt, sondern einfach nur das Bild wiedergibt. Hat es nur 24 Bilder pro Sekunde. Sag mal, kam jetzt bei OBS irgendein Update, was OBS verschossen hat? Oder. Was zur Hölle? Ja, ich habe officially keine Ahnung, was da gerade abgeht. Es ist aber nur ein OBS. Alles andere, also wie gesagt, hier meint er selber, funktioniert wunderbar flüssig. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt hier mal gucken, wenn ich jetzt meinen Test beende. Jetzt habe ich 60 Bilder pro Sekunde in OBS. Wenn ich jetzt auf Pause gehe, habe ich auch 60 Bilder pro Sekunde? Hä? Wieso hat's denn? Hä? Aber gut, ich öffne mal jetzt nochmal meinen Test. So, jetzt bin ich bei meinem Test im Homescreen. Jetzt habe ich auch noch 60 Bilder pro Sekunde. Jetzt starte ich mal in meinen Test mein Spiel. Jetzt habe ich immer noch 60 Bilder pro Sekunde. Ich bin jetzt hier im Mindtest drin. Mindtest funktioniert wunderbar. OBS hat 60 Bilder pro Sekunde. Und jetzt bricht zusammen auf 25 Bilder pro Sekunde. Wartet mal ganz kurz. Kann es doch am Encoder liegen? Ich guck mal ganz kurz hier. Encoder, wo ist Aufnahme? Super. Nee, es ist alles richtig eingestellt. Ist alles. Ja, okay, komm. Mit sowas habe ich jetzt keinen Bock, mich da auseinander zu futzeln. Dann soll es das an der Stelle auch direkt wieder gewesen sein. Gut. Das war ja ein schneller Ausflug. Ja. Dann war es das jetzt sowieso erstmal. Gutchen. Dann muss ich mal gucken, ob. Ich weiß halt auch nicht, ob es jetzt bei OBS vor kurzem Update gab. Keine Ahnung. Ob die da irgendwas verschossen haben. Also gerade aktuell habe ich die Version 25.0.3.
Weiß aber auch nicht, was ich jetzt vor 3 Jahren hatte. Ja, naja, in dem Fall hat sich die Sache sowieso erledigt. Sehr schön, hat was geklärt und ja, dann sehen wir uns mal wieder, wenn OBS mal wieder funktioniert. Was ist mit dieser OBS?